Das Jahr neigt sich zu Ende 2021. Ich hätte fast gesagt, endet so, wie es angefangen hat. Und wir sind wieder im Griff von Corona. Diesmal heißt die Variante Omikron. Am Anfang war es ja irgendwie Delta, glaube ich, am Anfang des Jahres. Man verliert ja den Überblick, Mario. Was war es denn am Anfang des Jahres? Ja, am Anfang war es die Alpha-Variante, nicht? Die Ursprungsvariante und Alpha. dann über Beta, Gamma, Delta, wir hatten ja alles Mögliche. Das heißt, am Anfang wurden die Varianten ja noch nach den Ländern benannt, wo sie als erstes entdeckt wurden. Aber das fand man ja dann irgendwie rassistisch. Und deswegen hat man es ja dann aufs griechische Alphabet umgestellt. Jetzt sind wir bei Omikron. Ein bisschen haben wir noch. Mal gucken, was uns noch so alles erwartet. Soll ich sagen? Intro Ja, ab. sag's. Ja, Intro Intro ab. ab, ne? Intro ab. Intro ab. Ja, wenn der Hofmeister das sagt, dann geht's los. Auch wenn wir den Jahresrückblick machen und ihr habt ja auch gesehen, wir haben mit dem prominentesten Thema begonnen, damit wir es auch direkt abhaken können, müssen wir euch ganz ehrlich sagen, wir machen jetzt mit Aviation weiter, aber erst nachdem ihr die vier Dinge tut, die ihr immer tun müsst, wenn ihr uns schaut, und zwar ganz klar den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, den Beitrag liken und Kommentieren. unten kommentieren. Ganz, ganz wichtig. Also vergesst nicht, unten zu kommentieren, damit ihr keine Folge verpasst aus dem Bereich mehr Meilen, mehr Punkte, mehr Status und vor allem auch uns beide. Natürlich. Mario. Ja, aber im Grunde kann man das Thema Corona natürlich gar nicht abhaken, weil es im Grunde jedes weitere Thema, mehr oder weniger direkt oder indirekt im vergangenen Jahr die Luftfahrtbranche betroffen hat, würde ich sagen. Also das schwebt sozusagen, wabert wie, ja, keine Ahnung, wie ein Pudding über allem oder wie das berühmte Damoklesschwert. Auf jeden Fall, es war ein Corona-Jahr. Eine spezielle Aktion der Fluggesellschaften, doppelte Meilen und was da sonst noch alles kommt, hat ja alles im Grunde mit Corona zu tun gehabt. Also es war und ist Corona-Zeit. Ihr merkt es schon, unser Mario ist in die Amerika Ja. und vor allem er ist froh, dass er diesmal auch gehört wird. Deshalb hat er auch einen erhöhten Redeanteil. Ja, bin so, I'm so excited. Ich verstehe dich gerade gar nicht, wenn ein kleiner Scherz. Also. So. Aber ich muss ehrlich sagen, du siehst heute auch besser aus. Das ist die GoPro. Lass uns Ja, ins Thema genau. einsteigen. Und Corona hat ja genau das gezeigt, eigentlich, wo die Luftfahrt dran krankt. Und in 2020, 2021 haben wir ja gesehen, dass die Luftfahrt ein Business ist. Ja, was, ich sage immer so schön, die haben die Lizenz zum Bescheißen. Warum? Ja. Ganz einfach deshalb, wenn es darum geht, dass man ein Produkt von A nach B kauft und die Fluggesellschaften wirklich bis 14 Tage vor Abflug fast die Möglichkeit haben, alles zu machen mit euch, was sie wollen, und dann auch über Monate hinweg die Gelder in irgendeiner Art und Weise einbehalten, haben sie dieses Mal nicht mehr so gemacht wie früher, weil sie festgestellt haben, das war doof. Ja. Gott sei Dank, aber das hat Corona gezeigt und hat auch gezeigt, was in der Branche einfach komplett falsch läuft, genau wie dieses auch. Aber Mario hat es ja schon genannt. Lass uns doch in die positiven Dinge einsteigen. Wir wollen ja Friede, Freude, Eierkuchen haben, zumal wir ja nach Weihnachten immer noch so ein bisschen christliche Ja. Nächstenliebe, auch wenn wir alle nicht christlich sind. Mario ist christlich, ich bin christlich. Er allerdings, ich bin Weihnachtskatholik. Ach so, du bist Weihnachtskatholik, schön, ja. Weihnachtskatholik. Also insofern, was in meinen Augen einfach so geile Aktionen waren, waren die Status sind verlängert worden von den Fluggesellschaften, mal mehr aufwendig, mal weniger aufwendig oder aufregend, wie ich so sagen pflege. Warum? Ganz einfach, Fluggesellschaften wie Air France, KLM, die haben letztes Jahr gesagt, hey, egal, dieses Jahr wird verlängert. Die haben das fürs nächste Jahr auch schon gesagt, Ja. hey, es wird verlängert. Dann hast du auf der anderen Seite Fluggesellschaften, die sagen, wir machen gar nichts, Scandinavian Airlines. Also wenn du bei uns nicht fliegst, bye bye Hast du Arrivederci, Pech gehabt? vierfach Promotion, genau, Adiosos, Knossos, und dann in between war irgendwie so die Freunde der Lufthansa. ganz genau, Genau, der Lufthansa. der Ja, Lufthansa. obwohl man ist ja viel Kummer gewohnt bei der Lufthansa. Manche Aktionen waren ja schon durchaus, muss man ja sagen, so schlecht nicht. Also, dass man mit dem Kreditkartenumsatz Meilen generieren konnte, Statusmeilen, das war schon starkes Entgegenkommen. Man konnte ja quasi bis knapp vor den Frequent Traveler,
quasi mit Umsetzen seinen Flugstatus erhalten. Und dann natürlich die doppelte Meilen-Promotion, die war sicherlich schon nicht ganz schlecht. Und dann ganz zum Schluss, so kurz vor Ultimo, dann doch noch die Nachricht, wer es dann doch nicht schafft, kriegt dafür ein Jahr nochmal den Senator verlängert. Wir haben uns lange drüber ausgelassen. Ihr könnt es ja auch nochmal kommentieren. Manches war gut, was die Lufthansa da gemacht hat, manches schlecht. Vorbild, und Lars hat es ja gesagt, waren eigentlich viele andere europäische Luftfahrtgesellschaften, oder? Ja, ganz genau. Auch in der Hotellerie hat man das gesehen. Also es zieht sich durch alle Branchen der Gastronomie, hätte ich fast gesagt, auch noch, wenn man so provokativ das sagen will. Wobei man natürlich sagen muss, diese Branchen sind in der Tourismusbranche, das ist die richtige Branche übrigens, sind die natürlich komplett gequält gewesen dieses Jahr und das letzte Jahr. Und das nächste Jahr wird wahrscheinlich genauso bescheuert werden. Warum? Ganz einfach deshalb, weil die Regierungen komische Sachen machen und dass die Fluggesellschaften, die natürlich ein internationales Business haben, wir haben ja zum Beispiel den Delta-Flieger gehabt, der vor ein paar Tagen einfach nach 6 Stunden Flug Richtung Shanghai umgedreht hat, weil nachdem er gestartet ist, haben sich mal eben die Einreisebedingungen geändert, so ganz spontan. Das wird uns, ja, also da kannst du ja nicht ausdenken und ist ja unabhängig, wo es hin ist. Also das passiert einem ja überall. Und mir ist das ja auch passiert. Zum Beispiel, da fliegst du nach Norwegen über Schweden und irgendwie alles sehr merkwürdig. Die Norweger sind da easy peasy. Auf dem Rückweg wirst du erst fast wieder kontrolliert. Ne? Also es ist schwierig. Deshalb kann man nicht so hart ins Gericht gehen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Branche hat relativ gut sich da durchgeschlagen. Ich selber muss für mich sagen, ich fand viel schade, kann man von viel schade sprechen? Verlust viel der Muttersprache. Schade, ja. Ah, ja. Viel schade. Es ist viel schade. Sehr schade. Es ist eigentlich, wenn wir uns anschauen, welche Fluggesellschaften einfach mal verschwunden sind, Mario. Wollen wir da einfach mal ein paar durchnennen? Wie zum Beispiel Air Namibia. Oder Namibia, ja, genau. Oder South African, was ist eigentlich mit South African? Leben die jetzt noch oder sind die auch verschwunden? Ja, die sind ja irgendwie mit dem Renaming gewesen. Die haben ja quasi einen neuen Namen und versuchen da irgendwie neu zu starten. Dann die Alitalia ist tot und die heißt dann jetzt ITA. Die ITA, ja, genau. Die ITA. Ja, dann viele Wettlease-Firmen haben da, ich will jetzt nicht, sagt man das in Hamburg, den Arsch zugekniffen. Es hat aber komischerweise keine Großen so richtig getroffen. Aber da glaube ich, dass da noch viel Bewegung ist, weil wir ehrlicherweise sagen müssen, die Cash-Reserven von allen neigen sich ja dem Ende. Ja. Lufthansa war clever mit Carsten Spohr und so weiter. Das muss man denen lassen. Und da gibt es ja, sollen wir das für morgen? Ja, wir machen morgen Lufthansa-Spezial. Vielleicht sollten wir das noch lassen, aber ich teaser das an. Da geht es darum, dass Lufthansa nur noch auf der Langstrecke operieren will als Lufthansa. Der Rest soll irgendwie anders gemacht werden. Finde ich persönlich sehr, sehr spannend. Aber meinst du nicht, dass das eventuell auch eine Drohung war oder ist bezüglich des Konfliktes mit den Piloten, die Lufthansa da gerade ausfechtet? Da verweise ich auf den morgigen Donnerstag und zwar, oder ist das übermorgen? Heute ist Dienstag, ich bin schon komplett. Heute ist Dienstag, also wenn es übermorgen. Wahrscheinlich muss Lars den auch alleine machen. Ich entschuldige mich schon mal dafür, weil ich da wahrscheinlich hier, ihr seht, ich bin in Pennsylvania, wahrscheinlich unterwegs bin. Aber wir gucken mal, ob wir das vielleicht doch irgendwie geregelt bekommen. Ob wir das geregelt kriegen. Auf jeden Fall werden wir das auch ausdiskutieren. Wenn wir bei der Lufthansa sind und wenn wir bei Fluggesellschaften sind, die den Arsch zugekniffen haben, da gibt es bei der Lufthansa auch gute Nachrichten. Und zwar ganz einfach, 787 sind spontan bestellt worden, die auch schneller gekommen sollten, die aber dann nicht gekommen sind, aus anderen Gründen. Ja, die hat man jetzt nicht die Lufthansa zu verantworten, das muss man jetzt auch mal sagen. Genau, das ist Boeing mit ihrem Auf und Ab bei der 787. Dann haben wir noch die Thematik, dass die Lufthansa 350er 4 Stück von den Philippinen bekommen hat. Das ist ja auch so eine Geschichte, die man Corona dankenswerterweise sagen kann. Lufthansa kriegt eine etwas bessere Business Class, weil man die von den Philippine Airlines einfach nur umswitcht in der Koloration. Dann, wenn man sich das anschaut, haben wir ja auch bei den Flugzeugen auch ein Trauerfall, ne? Also dieses Jahr ist ja der letzte A380er an Emirates ausgeliefert worden.
Ja, ein Trauerfall vor allen Dingen für Lars und alle anderen großen Fans des A380. Ich bedauere das natürlich auch sehr, kann das aber wahrscheinlich etwas besser verschmerzen. Aber es ist schon sehr, sehr traurig, dass dieses doch sehr innovative Flugzeug jetzt nicht mehr gebaut wird. Und ja, wahrscheinlich, weiß ich nicht, es wird wahrscheinlich auch keine Neuauflage geben. Ich glaube nicht, dass morgen jemand auf die Idee kommt, ach, ich bestelle davon doch nochmal 50 Stück. Also die Ära wird sich da wohl dann mehr oder weniger dem Ende neigen. Keine Ahnung, wie lange die Fluggesellschaften mit den Fliegern noch so weitermachen. Vielleicht wird der eine oder andere auch nochmal verkauft. Aber ich würde so sagen, so in spätestens 15, 20 Jahren ist Schluss damit, oder? Ja, ich denke, also 2035 soll ja Schluss sein. Insofern muss man da ganz der Ehrlichkeit halber sagen, haben wir noch ein bisschen Zeit, also wenn man Emirates fliegt. Aber es gibt auch positive Nachrichten beim 380er. Die 380er fliegen weiter bei British Airways, beim Eierfranken sind sie raus. Aber bei der Qantas kommen sie wieder, bei der Etihad sind sie auch wieder im Gespräch, obwohl sie quasi da schon totgesagt waren. Bei Qatar Airways waren sie auch totgesagt, aber da haben wir ja das Problem mit dem A350 Paint Job, wenn man das so sagen kann, ne? Ja, absolut. Paintshop, man kann auch von Rissen sprechen. Auf jeden Fall Never Ending Story. Jetzt wird sich ja gegenseitig verklagt. Da sind wir auch sehr gespannt, wie das ausgeht. Das Duell Airbus gegen Qatar. Ja, das wird uns wahrscheinlich dann im nächsten Jahr auch noch relativ lange begleiten, denke ich. Ja, zumal man ja da ein Flugzeug nach dem anderen grounded und vor allem auch keine A350er mehr abnehmen möchte bei Qatar. Man hat ja auch gesagt, dass die das goldene Band der Sympathie durchschnitten ist. Ja. Ist das Dresdner Bank gewesen oder wer war das? Ja, genau. ist fast die Ardu Goldkante. Grüne Band der Sympathie, Ardu Goldkante, so war es. Ne? Ja, genau. Aber für Qatar muss es ein Goldband sein, da wäre das grüne Bank. Grüne Band, nicht grüne Bandbank. Nicht. das wäre es nicht gewesen. ja, also. Dann, was waren so andere Highlights, die wir hatten? Passagierzahlen sind wieder hochgegangen. Ja. Also insofern ist das relativ positiv, das Jahr so rübergegangen. Dann haben wir aus der Hotellerie, haben einige Hotels sich verabschiedet. Zum Beispiel in Berlin, das Sofitel ist Dorint geworden. Ja. Das ist sowas, was mir im Gedächtnis geblieben ist. Aber es gibt auch da nicht so wirklich große Verluste im Moment, wenn man ehrlich ist. Noch nicht, nee. Vielleicht kommen die noch. Also wieso die großen Hotelketten aufgestellt sind finanziell, das vermag ich nicht zu sagen. In manchen Ländern lief es ja noch oder lief es ja relativ schnell weiter. So in den USA hat ja der inneramerikanische Flugverkehr und damit sicherlich auch der Businessverkehr, was die Hotels angeht, sicherlich etwas schneller wieder angezogen. Keine Ahnung, ob die sich mit den europäischen dann querfinanzieren, subventionieren. Ich weiß es nicht. Man muss es sehen. Man muss es sehen, ob dann im nächsten Jahr die Ketten weiterhin durchhalten oder ob eine vielleicht in Schieflage gerät und vielleicht von einer anderen großen geschluckt wird. Ja, also die Ketten selber sollten eigentlich nicht das Problem haben. Es sind ja meistens Eigentümer, die da das Problem haben. Man hat das Dilemma ja outgesourced, indem man einfach da die Hotels ja nur noch managt. Man hat ja die Assets nicht mehr. Hyatt hat ja viele Hotels verkauft. Also insofern sehe ich das Problem bei den Hotels nicht ganz so wie in der Aviation. Bei der Lufthansa hat man ja auch Flugzeuge verkaufen müssen, um Liquidität zu haben. Hat auch reduziert. 150 Flugzeuge sollen irgendwie gehen von 753, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe. Was aber auch keine echte Zahl ist, weil die Flugzeuge werden ja nur innerhalb verschoben. Das heißt, also die gehen irgendwie zu Eurowings lustig. Der 330er, den die Eurowings, der 8., den sie da übernommen haben, letzte Woche war das ja, das ist ja auch eine Bude gewesen, die von Lufthansa übernommen worden ist. 2018 ist sie zu Brüssels gegangen, hat da dann für Eurowings die ganzen Flüge gemacht, sah auch schon Eurowings-Lackierung, ist dann wieder zurückgekommen zu Eurowings, hat dann die deutsche Kennung gekriegt. Also das ist ein heiteres Verschieben. Ich weiß nicht, ob sowas ein Bilanztrick ist oder womit das zu tun hat. Das muss man natürlich da ganz klar auch immer mit reinziehen. Aber
Ansonsten, ich bin gespannt, was nächstes Jahr einfach passiert. Und da können wir auch mal einen kleinen Ausblick geben, was nächstes Jahr passiert. Wir haben das ja schon gemacht mit Air France KLM. Die haben ja gesagt, es gibt wieder deutlich mehr und doppelte XP-Punkte. Status wird auch nicht verloren. Hilton hat selbiges gemacht. Mein Status geht, glaube ich, bis 2024 mittlerweile, weil ich mich dieses Jahr qualifiziert habe, die für nächstes Jahr doppelt gezählt haben. Also man wird ja ganz beschickert. Dann, was erwarten wir denn von den Fluggesellschaften, von der Lufthansa oder von anderen? Weil Singapore Airlines zum Beispiel hat ja auch den 380er zurückgeholt, wird dann in Frankfurt, New York fliegen. Ich habe heute für Kunden gebucht. Ja. Da nur ein kleiner Insider-Hinweis. Ab März geht's los und es gibt viel Verfügbarkeit auch auf Meilenpunkte, die zu fliegen. Erwarten wir was von der Lufthansa, dass da noch was passiert oder wie sieht das aus? Ja, wir erwarten natürlich schon etwas. Wir haben auch große Hoffnung, aber wahrscheinlich wird es so sein wie im vergangenen Jahr. Man tut sich ja immer sehr schwer und wenn, dann kommt es auf die letzte Minute. Aber da die Branche insgesamt und die Luftfahrt insgesamt ja bei weitem noch nicht wieder das Vor-Corona-Niveau hat und viele auch noch gar nicht fliegen können, viele Länder, gerade auch in Asien, haben ja immer noch dicht und Einreisebedingungen sind ja auch nicht ganz so einfach, müsste eigentlich da noch kulanzmäßig was kommen, wenn man seine Kunden weiterhin lieb haben möchte. Wobei damit die Lufthansa ja ab und an mal durchaus Probleme hat, was sozusagen die Liebe zu den Kunden angeht. Aber eigentlich müsste was kommen. Eine Promotion müsste es eigentlich geben. Warten wir es ab. Mehr lässt sich wohl im Moment gar nicht sagen und tun, ne? Ja, ich tue mich mal so ein bisschen mit schwer, dass die Lufthansa seine Kunden nicht liebt. Also ich sage ja auch immer, die lieben ihre Kunden nicht und ich spreche auch immer nicht davon, dass ich ein Kunde bin, sondern Beförderungsfall, ja. Um es auf Beamtdeutsch zu machen. Ich glaube, die Kultur der Lufthansa ist da leider so verkopft seit vielen Jahrzehnten, dass man da keine Entscheidungen treffen kann, die pragmatisch sind. Man muss durch so viele Instanzen und Ebenen gehen. Du hast ja das mit den E-Vouchern live miterlebt, wie lange wir das intern diskutiert haben, bis es dann außen kommuniziert worden ist, was es wirklich ist. Dann musste nochmal die Meinung, die man nach außen kommuniziert hat, nochmal erklärt werden. Also das war ja ein Prozess von gefühlt zweieinhalb Monate, die ja gelaufen ist. Und man versucht da alles richtig zu machen und auf der anderen Seite aber auch die Knete nicht auszugeben. Also das heißt, man hat so ein bisschen das schottische oder wir müssten vielleicht das schwäbische Syndrom sagen, um in Deutschland zu bleiben, das schwäbische Syndrom. Aber auf der anderen Seite möchte man trotzdem so ein bisschen Liebe geben und diese Liebe kann man nicht geben, weil man immer Angst hat, dass man zu viel Liebe gibt und den Kunden vielleicht erdrückt damit. Ja, wobei irgendwie die anderen Fluggesellschaften das ja auch schaffen mit der Liebe und dem Nicht-Erdrücken, ne? Ja, also ich muss Air Baltic erwähnen, die haben den Status ja quasi verletzt, vor ein paar Tagen einfach mal so schnippdi-schnapp verlängert. Das kam auch relativ auf letzter Rille rein und das ist halt jetzt nicht unbedingt so ein rein Lufthansa-Problem. Aber wenn man halt die Führerschaft haben möchte, außer die Preisführerschaft, dann muss man einfach da auch mal einen sauren Apfel beißen. Und ich zitiere so jemanden von Air Berlin damals, der sagte, sehr frei jetzt zitiert, das Wording selber habe ich jetzt nicht mehr ganz so auf Kette, aber das ist so, wie ich ihn verstanden habe, wie er es meinte. Mir doch scheißegal, wie viele Platin- oder Goldkarten ich raushaue. Ganz einfach deshalb, es kostet mich außer dem Postversand und dem Prägen der Karte nichts. Denn wenn der Kunde die Karte benutzt, dann muss er dafür erst etwas kaufen. Ja, absolut. So. Und Lufthansa geht jetzt ein und sagt, nee, also wenn du in die Lounge gehst, kostet das Geld. Ich weiß nicht mehr, waren es 26 Euro für die Senator-Lounge? Ja. Wenn sie dann auf ist. Das ist übrigens was Positives und deshalb hatte ich auch eben die Ent in der Hand, dass ich das nicht vergesse. Die FCTs sind ja wieder auf oder das FCT und die FCL. Und das kostet sogar mit über 200 Euro. Ob das jetzt der richtige Ansatz ist, weiß ich nicht. Aber da könnt ihr ja auch unten einfach mal schreiben, ob man beide Finger
Korrigiere mich selber da auch gerne. Ja. Wenn man da korinthenkackermäßig unterwegs ist, klar, kann man so sehen. Aber die Frage ist, ist das auf der anderen Seite nicht langfristiger ein größerer Schaden? Ich rede jetzt nicht davon, so dass das behördlicherseits limitiert wird. Das ist ganz klar, da kann Lufthansa nichts für. Aber wenn man von sich aus selber die FCT aufmacht, aber dann die FCL in Frankfurt nur bis 14 Uhr macht und solche Sachen, das ist etwas, was das Gesundheitsamt oder das Ordnungsamt in keinster Weise macht. Und sehr, sehr schwierig, sehr, sehr schwierig. Manchmal muss man halt ein bisschen Exposure haben. Und wie heißt das so schön, wenn wer Liebe haben möchte, und das ist unser Geld, muss auch Liebe geben. Das ist der Status. So ist es. So und ist es. Da muss man halt die Balance finden. Aber wir waren beim Ausblick auf das Jahr 2022. Ja, genau. Ja. Gespannt darf man, denke ich, auch sein beim Ausblick, was unsere Freunde von Boeing nächstes Jahr so weiterhin machen. Das Jahr 2021 war ja auch von Pleiten, Pech und Pannen geprägt. Man denke nur an die lange Diskussion bei der MAX. Jetzt sind es die Diskussionen um den Dreamliner und um die 777X, die immer noch nicht fertig wird. Da dürfen wir auch sehr gespannt sein, ob es da mal irgendwie was Positives im nächsten Jahr zu vermelden gibt. Hat der Boeing ja auch ordentlich Geld gekostet. Die KLM steigt ja jetzt um von Boeing auf Airbus bei den Kurz- und Mittelstreckenfliegern. Da bin ich sehr gespannt, ob sich Boeing da berappelt, was die Qualitätsprobleme angeht, oder ob es alles noch viel schlimmer wird. Ja, bei Qantas ja auch. Die haben ja auch auf Airbus umgesattelt, obwohl die Jetstar ja auch 100 Flugzeuge schon hat. Also die haben da auch weit über 150 Flugzeuge bestellt. Also 100, glaube ich, fix, 60 Optionen. Insofern ja, was auch meinen, und deshalb habe ich das auch nochmal in die Kamera gehalten. Ihr seht es, Tasting Heimat Düsseldorf, ja. München und... Auch, wird auch sehr interessant, ja. Was ist der letzte? Was ist der letzte? Was ist der letzte? Hamburg? Berlin. Hamburg fehlt, habe ich vergessen. Also Hamburg habe ich auch gehabt. Leipzig habe ich auch gehabt. Aber die Currywurst habe ich nie gehabt. Hinweis an die Lufthansa, die er schaut. Lars möchte Currywurst. Jawohl. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da bin ich wie immer bei Lars. War das bestverkaufte Produkt bei Air Berlin, wenn man ehrlich ist. Also Currywurst finde ich geil. Warum? Einfach weil bodenständig. Also deshalb. Also zurück zur Sache. Also ich glaube, dass bei Tasting Heimat noch ein bisschen nachjustiert werden muss. Und ich hoffe, dass nachjustiert wird. Bei an Bord sollte nachjustiert werden. Auch auf der Langstrecke, dass man da vielleicht auch dem Anspruch der Nachhaltigkeit nachkommt. Ich glaube, dass nächstes Jahr Nachhaltigkeit ein größeres Thema ist. Ich bin mit Scandinavian Airlines gestern geflogen, wiederholte Male. Und die haben da auch Besteck aus so einem Pressreste, irgendwas, was biologisch abbaubar ist, Bambu. Ja, ich weiß nicht, irgendwie, also war ein finnisches Produkt, also hat mich gewundert. Ich kannte die Firma aus Finnland? Nein, nicht das Bambus, sondern die Holzreste. So. Okay. Und habe da dann ganz klar nochmal bei den Sachen nochmal drauf geachtet. Die haben viel Papier, wenig Plastik. Also das sind so Sachen, die ich für 2022 positiv empfinde. Scandinavian Airlines hat mich darüber informiert, dass all meine Flüge kompensiert werden. Nicht so wie bei Lufthansa, dass man zahlen muss. Das muss man ja auch nochmal sagen. Und da muss ich ja auch die ehemalige Finanzvorständin der Lufthansa zitieren, bei uns aus dem Clubhouse. Das war übrigens auch etwas, was wir gemacht haben in 2021. Ja, Clubhouse. Vermisse es eigentlich, aber wir haben ja mit Discord da vielleicht was Neues gefunden, wo wir auch mit Video, wo wir uns sehen, arbeiten können. Und die sagte halt, warum soll der Kunde bezahlen? Das ist ein Problem der Lufthansa. Dann andere Ziele dieses Jahr, da wollen wir auch mal ein bisschen so persönliche Ziele reingehen. Als Status habe ich ja dieses Jahr den Hornzirkel wieder erflogen, habe mein SAS Diamond requalifiziert, habe mein Finnair Platinum wieder requalifiziert, den Qatar Platinum habe ich kostenlos verlängert bekommen. Etihad habe ich kostenlos verlängert bekommen. Platinum, Emirates Platinum habe ich verlängert bekommen. Hotelstatus habe ich weiter erschlafen. Also Hyatt habe ich erschlafen. Hilton habe ich erschlafen. IHG hat verlängert mit dem Spire. Das würde ich auch, wird auch verlängert. Also die werde ich dann auf jeden Fall von der Strategie her für nächstes Jahr, will ich gucken, dass ich meinen Hon zumindest zu 50% qualifiziere.
Das ist ganz, ganz wichtig. Den Platin-Status bei Finnair qualifizieren und bei AirBaltic den VIP-Status. Das mache ich, weil ich die echt unheimlich sympathisch finde. Ich weiß nicht warum. Ich fand die doof. Ich fand den Flug auch letztens eigentlich relativ kacke, um es mal ganz brutal zu sagen, weil die Crew war so lustlos, wo man sagen muss, ja, die waren lustlos. Also ich hatte aber bezahltes Essen. Nee, das fand also. Also ich habe mein Essen bezahlt. Ja. Hab ganz bewusst kein Business Class genommen. Flieg am 6. Januar nach Berlin wieder. Bist du aber schon wieder zurück in Deutschland, Hofmeister? Ja, gerade so. Ja, dann können wir am 7. in Berlin Stammtisch machen. Ist ja ein Freitag. Ja, da bin ich noch unterwegs. Ach so, wieso gerade so? Wenn du sagst 6. gerade so, was bist du denn für eine? Auf jeden Sechster, Fall. Ich habe 9. verstanden, Entschuldigung, 9. Nein, 6. Am 6. bin ich noch hier, am 7. fliege ich erst, am 8. komme ich haben erst wieder. Haben wir Probleme mit der Leitung, Herr Hofmeister? Ja, 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 hallo, hallo, hallo. So, naja, also auf jeden Fall, das wären so meine Statusziele, ganz, ganz wichtig. Ich glaube immer noch, dass man bei der Lufthansa was tun wird. Ja. Und deshalb, also das wär das, was mein Plan ist für 2022. Dann auch noch Discord zu machen und wieder ein paar Treffen. Hatte auch eine lustige Idee, ob wir nicht mal uns auf der Ostseeinsel Usedom auf dem, Usedom wusste ich gar nicht, die haben ja einen polnischen Teil, ne? Ja. Schwienemünde, sagt, glaube ich, der Deutsche. Ja. Die haben ein geiles Hilton. Da können wir auch mal so einen Wochenendtrip hinmachen. Da kannst du auch mal deine Familie wieder mitbringen. Jawohl. Du wolltest sie ja mitbringen. Aber erzähl uns doch mal, was deine Statusziele sind, nachdem du ja gestern dich doch zu dem Finnair-Programm durchgerungen hast, nach harter, intensiver Beratung durch Herrn mich. Ja, naja, da wäre natürlich zum einen natürlich, wäre schön, gleich im kommenden Jahr den Senatorstatus zu verlängern, was ja möglich ist. Und da wäre es natürlich auch wieder wunderbar, wenn es irgendwie eine Promotion gäbe. Und natürlich, wenn man dann schon bei One World ist, dass man dann auch diesen Status irgendwie im kommenden Jahr erhält. Darüber hinaus wäre es auch vielleicht mal nicht schlecht, den Hilton Diamond Status zu erreichen. Da bin ich ja nur Gold. Da ich nicht ganz so viel in Hotels übernachte wie der Kollege Corsten, wird das mit dem Hyatt-Status wohl eher nix. Aber wie gesagt, Hilton Diamond wäre schon ganz gut. One World Gold, beziehungsweise vielleicht auch ein höher, mal schauen. Und natürlich, das ist für uns Lufthansa-Fanboys natürlich das Wichtigste, den Senator-Status zu erhalten und dann auch in den künftigen Jahren davon zu profitieren, wenn denn mal die Lounge auch an Feiertagen offen ist. Ja, wie du ja schmerzlich erfahren musstest in Hannover, dass über den Feiertag geschlossen war. Aber du musstest ja beschimpfen lassen, dass du unchristlich bist, weil du den Leuten keine freie Zeit gönnst. Genau. Wir haben ganz vergessen, hast du damals, oder damals, der geht ja noch bis zum 31.12. den ITA-Status-Match gemacht, dass du bei der Sky-Team auch den Status hast? Nee, das geht noch bis zum 31. Dann solltest du vielleicht noch mal versuchen, ne? Hofmeister, also ja, und übrigens Payback-Punkte kannst du jetzt auch noch mal umwandeln, das ist immer noch 25%. Ja, habe ich gestern gemacht, weil sonst würdest du auch wieder schimpfen mit mir. Nein, das habe ich gestern gemacht, bis zum vorletzten Tag. Aber in Amerika werde ich jetzt hier auch keine weiteren Payback-Punkte sozusagen generieren können, irgendwo an der Kasse, also habe ich es dann mal gestern gemacht. Ja, sensationell. Das ist wunderbar. Ja, dann also du sagst, es gibt Promotion. Ja, es gibt Promotion. Wir wollen ja nach Brasilien oder Argentinien fliegen. Argentinien scheint sich etwas schwieriger als Brasilien, wobei wir könnten rein theoretisch bis nach Brasilien und dann weiter nach Buenos Aires mit Latam oder so fliegen oder mit der Swiss, die fliegt ja auch von, schauen wir mal, von Sao Paulo nach Buenos Aires immer mittwochs und und samstags. Also insofern, das haben wir hier. Und jetzt hat sich bei mir die Kamera ausgestellt. Aber das ist ein gutes Zeichen, dass wir einfach jetzt mal aufhören. Wir haben auch, glaube ich, lange genug wieder geschwafelt. Ja, es sind 30 Minuten. Ich weiß gar nicht. Ich mache dich jetzt einfach mal ganz spontan ins Bild rein. Aber ich gucke mal, dass ich... Sag mal, was ist denn hier los? Tja, beim letzten Mal kein Ton mit Hofmeister angeblich und heute kein Ton mit Kosten, aber wahrscheinlich bist du dennoch zu sehen, obwohl du glaubst, du wärst nicht zu sehen.
Ja, ich bin jetzt wieder zu sehen, weil ich mich brutal mit meiner, wie heißt die Kamera hier jetzt? Mit der Kamera. Mit der FaceTime-Kamera reinbeame. Also insofern habe ich auch die Seiten gewechselt. Aber das ist das Zeichen, dass wir fertig sein müssen, weil wir wollten ja nächstes Jahr JetBlue fliegen, First Class fliegen und die 30-Minuten-Grenze gerade so nur schrabben. Ja. Ja, dann würde ich mal sagen, schon mal alles Gute für das kommende Jahr. Was das Fliegen angeht, immer wieder gutes Ankommen, gute Flüge. Wir bleiben hier am Ball und ja, wir bedanken uns auch für die treue Zuseherschaft. Vielen Dank, bleibt uns treu und ja, bis ins nächste Jahr, würde ich sagen. Ganz genau, aber ganz wichtig an dieser Stelle auch, vergesst nicht, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, den Daumen, hätte ich was gesagt, das Liken und unten einfach kommentieren. Ja, genau. Danke, dass ihr dabei wart. Wir werden nächstes Jahr auch mit einem neuen Format aufwarten, was täglich sein wird. Da werden wir euch auch mit überraschen und suppritzen. Also insofern genug Spannung. Aber vorher gibt es noch einmal ein Lufthansa-Update. Und dann ist schon wieder Silvester. Das Jahr ist richtig rumgegangen. Ne? Wahnsinn. Ja, da sagen wir doch einfach mal Danke und tschüss mit der komischen Sache hier. Tschüss. Ja.